Soon after Election Day, I traveled up to my hometown in northern Minnesota. Kurz nach dem Tag der Präsidentschaftswahlen bin ich in meine Heimatstadt im Norden von Minnesota gefahren. Nachdem ich die Zwillingsstädte verlassen hatte, zeigten sich die üblichen Provinzdörfer in einem neuen Gewand. Das hier war Trumpland. Aber die Bedingungen waren nicht gut für den Präsidenten. Ich fragte mich, wie sich das auf die Menschen im Trumpland auswirken würde. Die Auswirkungen dieser politischen Treue und das gegenseitige Aufeinanderprallen in den Städten hat meine Idee inspiriert. Diese Flaggen werden nicht eingeholt. Sie bleiben am Mast. Was bleibt da noch übrig für Amerika? So, where does this leave America? Throughout the winter, I returned to interview two couples. Während des Winters kam ich zurück, um mit zwei Ehepaaren ein Gespräch zu führen. In ihrem Haus herrschte immer noch die Parole Trump 2020. Ich fragte sie, wie sie jetzt denken über Amerika und wie sie sich in ihrem eigenen Land fühlen. I asked them their thoughts on America today and how they feel they belong in their country. Ich habe in der 9. Klasse die Schule hingeschmissen, um arbeiten zu gehen. Damals hatte ich schon einen Vollzeitjob. Als ich 12 war, hatte ich meinen allerersten Job. Ich habe damals Häuser gestellt. So, jetzt darf er raus. Ich mag das scharfe Halsband nicht, aber nur so verwüstet er nichts im Garten. Would you two want to get a little bit closer? Do we have to? Könnt ihr zwei etwas näher zusammenrücken? Muss das sein? Wir sind jetzt schon fast 30 Jahre zusammen, also uns macht das jetzt nichts aus. Ich kann auch am Boden schlafen, das macht mir nichts aus. Das ist es, wo du sowieso immer schläfst. Ja, das war ein guter Jake. Das habe ich schon mal gehört. I've heard that before. Do you think you exaggerated Trump's greatness? Me? Yeah, like... No. He can do this. He can drain the swamp. You what? I really thought he could. Glauben Sie, dass Sie Trumps große Fähigkeiten überschätzt haben? Nein. In Hinsicht, dass er es schaffen würde, dass er den Sumpf austrocknen kann. Ja, ich habe gedacht, dass er es fertig bringt. Was meinten Sie? Ich war überzeugt, dass er es schafft. I feel like I've been augured. That means anything to you? Augured. Ich fühle mich über den Tisch gezogen, wenn dir das was sagt. Man hat uns belogen und beschissen. Anything they say. Es ist schwer etwas, man kann denen doch nichts mehr glauben. Wen meint ihr damit? Die ganze Regierung, alle, die Presse, manchmal stehe ich auf und denke, wird unser Land von innen zersetzt? Das ist eine berechtigte Frage, die man sich stellen muss. Ja, ihr denkt, da steckt eine Strategie dahinter. Ja, warum würde man zum Beispiel eine Stadt wie Chicago nicht besser gestalten wollen? Na, vielleicht, weil Trump vorgeschlagen hat, die Stadt zu säubern. Ja, genau. Warum würde man es nicht wollen, die Lebensbedingungen in seinem Heimatland zu verbessern? Das verstehe ich nicht. Warum stellt man sich Verbesserungsvorschlägen entgegen? Weil Trump nicht akzeptiert wird als einer, der das kann. Ehrlich gesagt, wahrscheinlich ist das so. Honestly, probably not. Like Abraham Lincoln said that the only way our country can fail is from the inside. Yeah. And that's what's happening. That's Abraham Lincoln hat gesagt, wir können nur verlieren, wenn wir uns von selbst zersetzen, wenn wir uns innerlich selbst zerfleischen. Und das ist genau, was jetzt passiert. Das ist, was die jetzt tun. Sie werden alle Tante-Emma-Läden kaputt machen. Es wird keinen amerikanischen Traum mehr geben. Du wirst nicht mehr in der Lage sein, dein eigenes Geschäft zu eröffnen. Es gibt einfach zu viel Bürokratie, die kann man nicht mehr überwinden.
lose out because Walmart moves into country. I mean, we haven't had a grocery store in town since what? 2000? Yeah. Hier, schau dich mal um. Walmart übernimmt alles. Wir haben seit langem keinen Lebensmittelladen mehr in unserem Ort. Ich glaube, seit 2000, du bist da reingegangen, das hat richtig gut gerochen da drin. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Alles beim Teufel. Wir müssen zu Walmart gehen, wir müssen zu Dollar General gehen, die sind überall. General, they're everywhere. The citizens of the United States are going to face some really hard times. Die Bürger der Vereinigten Staaten werden schweren Zeiten entgegengehen. Ich glaube, wir befinden uns in einer Zeit, in der man unsere Rechte wegnimmt, unseren Lebensstil, den wir jahrelang gelebt haben, der wird uns vollkommen genommen. Ja, es ist vorbei. Im Norden unseres Landes sind die Menschen zwar gegen Biden und auch gegen Trump, aber im Allgemeinen bleibt ein Nachbar ein Nachbar. Kennt ihr viele Demokraten und Biden-Befürworter? Oh ja. Und sind die freundlich zu euch? Ja, in unser Gesicht schon. Wir hatten einen Vorfall mit einer Person. Ah, ja, der vor 4 Jahren durchgedreht hat und eine Trump-Flagge vor meiner Garage verbrannte an einem heißen Sommertag. Ich habe mir gedacht, naja, irgendwann wird er erwachsen werden. Ich finde, Feuer und Wind sind eine ernste Sache. Was ist Ihre Absicht mit Ihren Kappen und den Trump-Flaggen, die Sie haben? Ich werde sie stets neu ersetzen und beibehalten bis zum dem Tag, an dem ich sterbe. Du bist verrückt. Zum Teufel ja, ich habe etwa 5 Kappen. Das hier ist meine Arbeitskappe. Ich habe meine Ausgehkappe, die ist sauber, die ist auffällig, mit dem großen, schönen Adler vorne drauf. Und ich habe ganz neue in meinem Abstellraum. Ich wette mit dir, ich habe etwa 50 Trump-Flaggen gekauft. Und ich habe sie verteilt an Obdachlose, die haben mich gefragt und ich habe sie ihnen geschenkt. Wenn ich noch 10 Jahre lebe, dann kann ich pro Jahr 2 Kappen benutzen, das reicht mir, und etwa 20 Flaggen. Ich will, dass alle wissen, dass ich ein echter Amerikaner bin. Denn Trump war der letzte echte amerikanische Präsident, den wir gehabt haben. Ich sehe mich nicht als einen Republikaner oder Demokraten oder Liberalen oder Konservativen. Ich sehe mich als einen Amerikaner und das, was wichtig ist für Amerika. Are you worried about being sticks in the mud and not moving on with the times? Trump loses, get over it, move on, don't wear your hat anymore. You sound like you want to take the sign down after it. Haben Sie keine Angst, dass Sie als alt und verstaubt angesehen werden? Sie machen mir nicht den Eindruck, dass Sie Ihre Flaggen jemals runternehmen werden. Trump hat verloren. Nimm deine Kappe und deine Flaggen runter und lebe dein Leben. Wenn er es nicht tut, dann werde ich es für ihn tun. Man findet noch das Gute in unserem Land. Es sind die Politiker, die uns nicht mehr repräsentieren. Mir kommt es vor, als ob unser Land im Sterben liegen würde. Das wird ein großer Schock für viele Leute werden. Diese ganze neue Kultur, alles wird sich verändern, das spüre ich. Rob, er hat noch Hoffnung. Hoffentlich werden die republikanischen Senatoren ihre Hüte aus ihrem Allerwertesten herausholen am 6. Januar. Und sagen, wir werden diese krumme Tour nicht akzeptieren. Wenn sie den Mut haben, das zu tun, dann ist unser Land auf einer modernen Autobahn in die Zukunft angelangt. Wow, ehrlich. Nee, ich meine das im Ernst. Nur dann werden sie endlich etwas tun gegen diese betrügerischen Wahlen. Wenn du keine Hoffnung mehr hast, hast du nichts. Ja, mit 5 Kindern hast du nie Langeweile. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass unsere Kinder, naja, die haben Trump von sich aus gemocht. Wenn sie in die Schule gingen, dann wollten sie Trump-Shirts. Und natürlich haben wir an die Lehrer gedacht. Die können ja auch auf sowas reagieren und sagen, das wissen sie, das geht nicht und so weiter. Das ist ein Teil unserer Freiheit. Immer darfst du keine Trump-Shirts anziehen. Wissen Sie, das ist wirklich ein Teil unserer Freiheit. Lehrer haben das zu den Kindern gesagt.
Ja, das ist richtig. Meine Tochter sagt im dritten Jahr etwas über Biden aus und dann ist ihr das passiert. Ja, die Lehrerin hat mich zurückgehalten und hat mir ihre Meinung über Trump gesagt. Ich kannte nie die religiösen und politischen Meinungen meiner Lehrer. Wenn man nicht gerade in derselben Kirchengemeinde war, wusste man das nicht. Und man hat nie über Politik geredet, nicht so wie in den letzten paar Jahren. In der Schule hatten wir ganze Tage lang, wo die Lehrerin nur darüber geredet hat, wie sehr sie Trump nicht mag. Und die Schüler haben sich alle echt wie Idioten gefühlt. Meine Kinder werden diese Lehrerin nie mehr haben. Ich werde mich dagegen wehren, dass sie meinen Kindern Propaganda eintrichten. Sie sind auch Lehrerin, nicht wahr? Ich unterrichte in der dritten Klasse und ich habe alle meine vier Kinder aus der Schule geholt, aus der Black Dog School, weil ich mit Dingen nicht einverstanden bin. Ich weiß, dass viele Leute sagen, oh, das ist alles eine Verschwörung. Ist es eine Verschwörung oder sind es Informationen über Kriegsführung? Und das geht nur, wenn man sich eine zweite Meinung bildet. Ich meine, Luke hier, mein Sohn, hätte sich einer Operation unterziehen müssen, wenn ich mir keine zweite Meinung eingeholt hätte. Zweitmeinungen sind wichtig und so schaue ich mir alles genau an, wenn ich meine Informationen sammle. Und ich werde nicht auf Dr. Fauci hören. How do you see Trump, your support for him blending in with all this? Like, do you see him as on your side with all these issues, basically? Wie sehen Sie Trump und Ihre Unterstützung für ihn? Wie verträgt sich, ich meine, glauben Sie, dass er mit seinen Themen auf Ihrer Seite steht? Im Grunde ist er doch nur für sich selbst da. Nein, Trump ist nicht für sich. Er ist für Sie und er ist für mich, er ist für unsere Kinder. Er war in der Lage, die Wirtschaft zu verbessern. Wir hatten zusätzliches Geld. Also als Trump im Amt war, hatten wir mehr Möglichkeiten. Und wir spürten das als Familie, wir spürten das als Farmer, wir spürten es bei unserer Arbeit. Und darum haben wir diese Schilder dort draußen aufgehängt, um zu zeigen, dass wir unter ihm Erfolg gehabt haben. Niemals zuvor war das so. Wir hatten es nicht unter Obama, nicht unter Bush. Dieses Land muss wieder lernen, den Kindern beizubringen, dass sie Amerika lieben sollen und nicht Amerika zu hassen. Also das ist etwas, was man wirklich an Trump schätzen muss. Das ist großartig. Denn was ich gelesen habe in einigen der Kinderbüchern, es ist schrecklich. Sie reden über China. Wissen Sie, dass China so gut ist? China ist schrecklich. Schauen Sie mal, was Sie Ihren Leuten antun, um das zu ergänzen. Um das zu ergänzen, was er gerade sagt. Wir haben einen neuen Leselehrplan. Jede zweite Geschichte handelt von China. Denken Sie, dass Trump die einzige Hoffnung ist, was den Präsidentschaftskandidaten oder die große Politik angeht? Oh ja, er brachte mehr Leute rein. Ich meine, schaut euch seine Kundgebungen an. Unsere Kinder gehen da mit seiner Rallye mit. Die Levi, die Johanna, Ellie, die waren alle dabei. Wir jubelten, als wäre er ein Superstar. Wir waren so aufgeregt, weil wir nah dran waren. Aber wissen Sie, ich als Lehrerin habe darüber gesprochen, dass der Präsident kommt. Kein anderer Lehrer hat darüber gesprochen. Der Präsident ist gekommen und es waren 30 Minuten entfernt. Und mir war das eigentlich egal. Er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, der in unsere Gegend gekommen ist. Und die haben die Kinder losgeschickt, um zu protestieren. Sie sagten, ihr braucht nicht zum Unterricht zu kommen, geht zu Target und protestiert dort. Wie haben sie sich da gefühlt? Das kotzt mich an. Bemidji ist eine kleine Stadt und selbst die sind anti-Trump. Das sind nicht nur die großen Städte. Richtig, richtig. Aber eigentlich, wenn man nach Landkreisen geht, die Abstimmung in Peltrimi Landkreis, ein großer Teil stimmte für Trump. Also ich meine, wir hatten 13 Bezirke in der Stadt Minnesota, die für Biden gestimmt haben. Ich möchte, dass es legal zugeht. Sie können keine 200% Wahlbeteiligung haben und man kann keine 70 Millionen zum Schweigen bringen. Menschen landesweit.
Es gibt Millionen von Amerikanern, die wahrscheinlich gut vorbereitet sind und sie werden für das Land kämpfen. Sie sagten, Trump hat es am besten gesagt, wie es war. Ja, er hat gesagt, es wäre besser, einen Tag als Löwe zu leben, als 100 Jahre lang als Schaf. Und ich würde als Löwe untergehen, denn ich bin kein Schaf. Ich denke, ein Teil davon, ein Schaf zu sein, ist eine Maske zu tragen. Wir, das Volk, entscheiden, wann diese Maske das Mandat vorbei ist. Wir, das Volk, entscheiden, wann die Geschäfte aufmachen. Ich denke, viele patriotische Konservative haben sich einfach im Schatten zurückgezogen. Einfach die Korruption mit angesehen, die uns erhalten geblieben ist. Sie nahmen es hin und sie nahmen es hin und sie nahmen es hin. Sagen wir, Trump wäre nicht in der Lage, die Wiederwahl am 20. Januar durchzusetzen und Biden geht in die Vereidigungszeremonie. Was machen Sie dann mit den Trump 2020-Schildern da draußen? Ich werde sie aufrechterhalten. Ich sehe sie als Unterstützung eines Landes, unserer Nation. Es sagt, gib niemals auf, niemals, 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 niemals aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Er bringt mir Frieden und er bringt mir Hoffnung. Hoffnung für unser Land, für meine Kinder, ihre Kinder, die Kinder in der Zukunft. Wir haben uns für ein Leben entschieden in der Peripherie, wo Wohlstand möglich ist. Wenn wir in die Städte fahren, spüren wir es am ganzen Körper, wie unbequem es ist, das Auftreten. Es ist einfach ein schnelleres Tempo als hier oben, wo es langsamer ist, wo wir uns hinsetzen können und entspannen und. Wir finden Gott hier, während wir einen Traktor fahren und die Arbeit macht uns Spaß. Wie sehen Sie Ihre nahe Zukunft? Da diese Wahl angefochten wird und bis jetzt ist es nicht nach Trumps Geschmack gelaufen. Nun, wir glauben daran, dass es gut geht. Glauben Sie wirklich daran, dass es so sein wird? Es ist unvermeidlich, dass es funktioniert. Solange Sie unsere Verfassung anwenden, kommt er wieder zurück. So Sie glauben, dass er es schafft? Ja, 100%. Dies ist ein NBC News Spezialbericht und eine Eilmeldung heute Abend, die tödliche Belagerung des Kongresses, als ein wütender Pro-Trump-Mob in das US-Kapitol stürmt, unterstützt und ermutigt von Präsident Trump, stürmt an Barrikaden und Polizei vorbei, Schüsse auf der Treppe des Kapitols, innen im Gebäude, als sich die Gesetzgeber versammelt hatten, um die Stimmen zur Bestätigung des gewählten Präsidenten Biden, nachdem Präsident Trump auf einer Kundgebung in der Nähe des Weißen Hauses gesprochen hat. I watched his speech and he was not instigating a riot like they said. He said it to be a peaceful protest to walk down there, you know. Ich habe seine Rede gesehen. Er hat gesagt, dass es eine friedliche Demonstration sein soll. Er hat nicht zu Unruhen und Gewalt aufgerufen. Wir wollen keine Probleme, wir wollen keinen Ärger. Ja, aber sie haben Trump auch auf einem Video gezeigt, wo man sieht, dass er viele Leute aufgerufen hat, nach Washington zu kommen und zu kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wirklich? Ja. Darum zu kämpfen, was richtig ist, das hat er gemeint. Er hat nicht gemeint, dass sie da rein sollen, um alles kaputt zu machen. Er sagt, sie sollen zum Kapitol marschieren und friedlich demonstrieren. Naja, die Republikaner haben keinen Mut, die lassen alles mit sich machen. Das ist schon seit Jahren so. Das ist meine Meinung. Die haben sich gedacht, also die Idioten sollen einfach mal für ein paar Jahre das Land übernehmen. So sehe ich das. Jetzt zensieren sie unseren ersten Zusatzartikel. Als nächstes kommt der zweite dran. Die wollen die Macht, die wollen die Kontrolle über unser Land. Wasn't but saying to come out there and start beating people up or anything. Is not because he clear. Said a peaceful, you know, that's the way I see it. Now they're censoring our First Amendment, and then the next it's going to be our Second. They want the power, you know, they're going to control our whole country. They want the power, you know, they're going to control our
whole country. How do you react to all that? The fact that they seem to be winning? Well, I mean, I have stepped back from the news this past. I have not been listening. Was ist Ihre Reaktion darauf? Ich habe mich von den Nachrichten zurückgezogen seit letzter Woche. Ich höre nichts, ich schaue mir nichts an, ich habe mein Facebook gelöscht, ich habe es von meinem Handy runtergenommen, ich habe alles gelöscht. Die vielen Kommentare, die die Leute machen, sind voller Hohn gegen Trump. Es sind nur Beleidigungen, Erniedrigungen. Und du denkst dir, das soll mein Freund sein? Ich hoffe noch immer für das Beste. Es wird nicht in den nächsten 2 Jahren passieren. Und ich glaube, diese Demokraten, die für Biden gestimmt haben, werden sehr schnell denken, oh je, wir sind hier ganz schön blöd dran, was wir da gemacht haben. Wenn die Gallone Benzin erst mal $3 kostet und wenn sie sehen, wie kümmerlich ihr zukünftiger Rentenbescheid ausfallen wird. Trump is erratic, you know, high emotion and say outlandish things and causing people to go lose their minds and we had the riots this summer and just all this stuff. Now Biden is pretty darn boring, relatively, and he'll probably bring a sense of normalcy. Does that at all comfort you? Trump ist unberechenbar, emotional. Menschen verlieren ihren Verstand über ihn. Wir hatten Aufstände, Gewalttaten im letzten Sommer. Biden hingegen ist verdammt langweilig. Er könnte eine Normalität wiederherstellen. Fühlen Sie sich wohl, wenn Sie das hören? Es wird keine Normalität wiederherstellen. Die Linken denken das. Die glauben ja selber nicht, dass sie dieses Land retten. Die glauben, dass sie ihren Plan durchsetzen. Aber viele Menschen, die für Biden gewählt haben, glauben, dass sie damit das Land gerettet haben. Ja, die mögen das glauben, aber das sind schlecht informierte Menschen. Ich glaube, wir alle suchen den Frieden. Alle wollen etwas Frieden. 4 Jahre Aufstand, ununterbrochen. Sie sind alle so müde davon. Sie wollen nur Frieden. Sind Sie jetzt nicht mehr stolz auf Ihr Land, wo Sie wissen, dass Biden die Regierung übernimmt? Ich schon, weil ich mich frage, warum wir Gesetze haben, wenn sie keiner respektiert. Jetzt denkt jeder, dass er machen kann, was er will. Solange Sie ein Biden-Harris-Shirt tragen, Kamala Harris hat Strafkautionen eingesammelt für Straftäter, um sie aus den Gefängnissen zu entlassen. Stell dir das mal vor, und das ist dein Vizepräsident. Ich habe auf der Straße gelebt, seit ich 13 Jahre alt war. Ich kenne das Leben auf der Straße und ich habe mein Leben geändert. Für mich ist das ein Witz. Jedes Mal, wenn ich Benzin oder Zigaretten kaufe, werde ich sauer wegen dem Preis. Ich kann das aushalten, aber ich sorge mich für meine Kinder. Mein Leben ist bald zu Ende, aber meine Kinder, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin ein 13-jähriger Straßentyp. Like I said, I'm a 13-year-old dropout, basically. Wir haben ein tolles Land. Schau mal, ich habe auf dem Rücksitz meines Pickups gelebt. Ich hatte nichts. Es ist noch nicht mein Haus hier. Es gehört Wells Fargo. Wells Fargo ist der Besitzer. Ich kann es gar nicht mal. I can't even call it my place, can I? Becky, are you less proud to say you're an American today? Sind Sie jetzt weniger stolz? Nein, ich bin immer stolz, eine Amerikanerin zu sein. Immer werde ich stolz sein. Ich bin so erzogen worden. Was werden Sie mit Ihren ganzen Trump-Sachen machen? Das wird dort draußen im Wind wehen, bis es niemand mehr lesen kann. Ich werde meine Kappen tragen und alles behalten, bis es mir vom Hals fällt. Denn ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Er hat es gesagt, dass es noch nicht vorbei ist. Es fängt gerade erst an. Wir werden sehen, was er damit gemeint hat. Und was, wenn er nicht kandidiert? Auch keine große Sache. Dann wird es seine Tochter machen. Und was, wenn ein neuer Republikaner sich aufstellen lässt, werden sie dann dem seine Kappen tragen? Nein, wahrscheinlich nicht, denn ich bin kein Politikliebhaber. Ich habe mich erst dafür interessiert, als Trump gegen Hillary angetreten ist. Ich habe den ganzen Mist an ihr gesehen und die ganzen Menschen, die sie getötet hat. Nee,
Dann dachte ich, ich werde mich am Team von dem Typen da beteiligen. Nicht am nächsten Republikaner? Wahrscheinlich nicht, es sei denn, er ist so wie Donald Trump. I feel like I'm somewhat at the same spot, you know, 100%. Ich fühle mich, als wäre ich irgendwie in einer Spirale. Ich denke an Trump. Ich denke, das ist immer noch etwas, was am Kochen ist. Es ist irgendwie wie in einem Limbo, wie im Film La La Land. Und so, als würde außer mir niemand sehen, was hier abgeht. Ich wende mich an meinem Glauben in den letzten Wochen. Ich fühle mich nutzlos herumzusitzen. Ich will nicht, dass unser Land versagt. Wir, das Volk, müssen aufstehen. Wir sehen, was in der katholischen Kirche passiert. Wir stammen aus einer Familie, wo man in die Kirche geht. Und das war immer wichtig. Und es ist keine schlechte Sache. Wir beobachten und wir hinterfragen, was der Vatikan sagt, was die Bischöfe sagen. Und natürlich fragen wir uns, ob das auch wahr ist oder ob uns jemand anlügt. Was glauben Sie, wer lügt Sie an? Religion, ich meine alles. Wir hinterfragen alles. Heute früh hat eine Mutter gesagt, wir gehen in die Kirche und jetzt fragen wir uns, ob das der richtige Ort ist, hinzugehen. In unserer Kirche gehören wir zur Gruppe, die als Nicht-Maskenträger bezeichnet werden. Und das gibt es heute da in der Kirche kaum, denn die meisten Leute tragen ja Masken. Sind wir alle verrückt geworden? Alle anderen tragen Masken und lassen sich impfen und wir tun das nicht. Dann wird gefragt, was sind wir für komische Leute? Wir glauben in nichts von dem. Mir ist aufgefallen, dass die Leute um uns herum sich einfach betätigen und sich darauf konzentrieren, was zu tun, die Kinder zum Sportplatz bringen, selbst wenn die dabei Masken tragen müssen. Während niemand etwas Genaues über die Wirkung der Masken weiß. Und du sagst dir, so sind die geworden, was sie heute sind. Ich empfinde all das als eine Maßnahme von vielen, mit denen sie uns kontrollieren können. Wall hat gesagt, wir müssen eine Maske und ein Schutzschild tragen. Die Maske macht mich krank, ich werde nervös. Also bin ich zu einer Ärztin gegangen und ich habe sie gebeten, mir ein Rezept auszustellen, damit ich wenigstens nicht Maske und Schild tragen muss. Sie hat Nein gesagt. Ich habe ihr geantwortet, Sie hören mir nicht zu. Ich sage Ihnen, es macht mich krank. Nein, hat sie gesagt. Schauen Sie, wenn ich meinen Arzt nicht mehr sagen kann, wie das meinen Körper beeinflusst und trotzdem kann sie mir nicht helfen, wie kann ich dann noch irgendjemand trauen? Ihr Alltag, Ihr Glauben, das sind Säulen in Ihrem Leben. Da ist etwas schiefgelaufen und Sie sehen die Säulen zerbrechen. Wie reagieren Sie darauf? Den Glauben behalten. Ich versuche mich weiterzubilden. Was nützt es Ihnen, wenn Sie keine Kirche mehr haben, an die Sie glauben? Brauche ich eine Kirche? Ich weiß es nicht. Wir sind gerade dabei, darüber zu reden. Wir müssen eine Entscheidung treffen als Vater und Mutter für unsere Kinder. Was bedeutet das für die Flaggen da draußen? Haben Sie das alles mit einbezogen? Die bleiben da, wo sie sind. Für mich bedeutet das nicht nur Freiheit, sondern es ist auch eine Bedeutung des Respekts für die Menschen, die ihr Leben für unsere Freiheit gelassen haben. Männer und Frauen, wenn wir das aufgeben, haben die ihr Leben umsonst geopfert. Trump hat Unglaubliches für unser Land getan. Diese Flaggen bedeuten für mich, ich halte euch das hier direkt in eure Nase, in euer Gesicht. Ich will damit sagen, diese Person hat einen fantastischen Job gemacht. Diese Person hat es für Amerika getan. Und wenn ich da draußen keine Masken trage und ohne sie rausgehe, sage ich genau dasselbe. Ich repräsentiere alle, die keine Maske tragen. Die Frau an der Tankstelle gestern, der ich gesagt habe, es freut mich, dass sie keine Maske tragen. Sie sagte aber, ich muss eine tragen, wenn ich arbeite. Und ich antwortete ihr, ich sage Ihnen nur, dass es mich freut, Ihr Gesicht zu sehen. Vor ein paar Tagen bin ich aus meinem Auto ausgestiegen und sah einen Mann mit einer Trump-Kappe auf.
und ich habe ihm ein Kompliment gemacht und er sagte zu mir, es ist noch nicht vorbei. Und ich habe geantwortet, Sie haben recht, es ist noch nicht vorbei. Da gibt es noch mehr von uns da draußen. Does that encourage you to keep your flag up then? Right. Yeah. As soon as the ground top macht Ihnen das Mut, Ihre Flagge noch weiter wehen zu lassen? Oh ja, wir werden bald unsere amerikanische Flagge hissen und die Trump-Flagge bleibt gleich nebendran. Wir leben in einem tollen Land. Amerika hat uns alles gegeben und wir nehmen das einfach so hin. Das Beste kommt noch. Für wen? Für euch oder für Amerika? Für Amerika. Es wird alles aufgedeckt werden und alle werden aufwachen. Wie vermögen Sie das alles zu sehen, was Sie sehen? Das ist unser Glauben, der das bewirkt. Es wird eine göttliche Intervention geben. Und diese göttliche Intervention wird das Land retten. Alles, was er gesagt hat, hat er getan. Trump ist kein Verlierer. Er war nie ein Verlierer, immer ein Gewinner. Wir hören sowieso nicht auf die Mainstream-Presse. Also dann werden diese Flaggen noch lange hier wehen. Wir werden ein paar mehr dazu kaufen. Wenn die alten zerrissen sind, kommen neue rauf. Es gibt immer noch Hoffnung. You don't see no Biden signs anywhere, but you see Trump flags everywhere. Es ist sieht hier keine Biden-Schilder, aber Trump-Flaggen sind überall. Er ist zwar im Moment nicht im Weißen Haus, aber er wird sich unter uns zeigen und dem Rest der Amerikaner sagen, dass alles, was die uns jetzt antun, nicht richtig ist. Es sieht nicht gut aus. Ich will keine $6 bezahlen für eine Gallone Benzin und $5 für eine Gallone Milch. Und wir können das voraussehen. Wir sind ganz normale Bürger und wir versuchen, unser Leben zu meistern. Aber wir glauben fest daran, in 2 oder 4 Jahren wird sich etwas ändern. Und wenn nicht, dann müssen wir einfach weitermachen. Das ist alles, was wir tun können. You know, what do? You keep going. Mm-hmm. That's all you can do.